Ja, schönen guten Tag zusammen. Ganz herzlich willkommen zu unserer Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Freitagabend im Olympiastadion. Begrüße dazu sehr herzlich unseren Cheftrainer Tayfun Korkut und gab schon ein paar Rückfragen, darf an der Stelle gerne auch nochmal drüber informieren, dass wir unsere Reisepläne in Anbetracht des angekündigten Streiks natürlich verändert haben. Die Mannschaft wird morgen die Reise zum Auswärtsspiel nach Berlin mit dem Mannschaftsbus antreten. Ursprünglich war geplant, mit der Bahn zu fahren. Dann geht es logischerweise auch direkt nach dem Spiel am Freitagabend mit dem Bus zurück. Bevor wir dann gleich den Trainer ausführlich zu Wort kommen lassen, nur kurz die Ankündigung, dass ich mich am Ende dieser Pressekonferenz nochmal kurz zu Leon Andreasen mit einer Information dann an euch und Sie richten werde. Ansonsten, Trainer, schauen wir ja sportlich auf dieses Spiel. Wir eröffnen den Spieltag Freitagabend 20:30 in Berlin. 1.800 Fans haben sich bei Hannover 96 eine Karte für das Spiel gekauft und möchten unsere Mannschaft dort unterstützen. Ja, zunächst einmal begrüße ich alle. Ja, ich kann, glaube ich, mit dem Satz anfangen, der für mich am wichtigsten ist. Und das heißt, wir wollen dranbleiben. Und um dran zu bleiben und auch unsere Tabellensituation nicht zu verschlechtern, müssen wir erfolgreich spielen, müssen wir versuchen, auch in dem Auswärtsspiel jetzt wieder das Bestmögliche rauszuholen. Und das werden wir auch mit allem, was wir können, auch dort versuchen. Wir spielen gegen eine Mannschaft, die zwar jetzt in Anführungszeichen nur 11 Punkte hat auf dem Konto, aber davon 10 zu Hause eingefahren hat, das darf man nicht vergessen. Also eine heimstarke Mannschaft, letzten 3 Heimspiele gewonnen, ein Unentschieden noch und eine Niederlage. Von daher wird es mit Sicherheit kein einfaches Spiel und wir werden wirklich wieder alles investieren müssen, so wie wir es jetzt am Wochenende im Heimspiel auch gemacht haben. Wir haben gut regeneriert. Wir haben, die Mannschaft ist wirklich ans Limit gegangen in diesem Spiel, hat über die 90 Minuten wirklich immer wieder versucht, dieses Spiel dann auch zu entscheiden und letztendlich dann auch sich das abgeholt, was sie verdient hat in diesen 90 Minuten gegen Frankfurt. Haben dann die nächsten Tage einerseits gut regeneriert, aber andererseits auch wieder uns gut vorbereitet und freuen uns jetzt auch auf dieses Spiel mit der klaren, wie ich schon vorhin erwähnt, mit der klaren Idee dran zu bleiben. Und deswegen müssen wir oder sollten wir alles dafür tun, dass wir auch in Berlin etwas holen. Wenn es Fragen gibt, sehr gerne. Dirk Tietenberg macht den Anfang hier vorne in der ersten Reihe. Dirk Tietenberg von der Neuen Presse. Herr Trainer, ich habe diese Woche jetzt nicht so viel gesehen vom Training auch und vom Verletztenstand. Linker Verteidiger, wie weit ist Christian Panda? Wie weit weg ist Christian Panda? Was mit Edgar Pripp? Wie geht es seiner Muskulatur? Und gibt es dann möglicherweise noch weitere Alternativen, über die wir nachdenken müssen? Ja, Alternativen haben wir nicht viele. Ja. Das ist einfach jetzt so, Chris Panda ist noch nicht so weit. Der wird uns auch nicht zur Verfügung stehen für das Wochenende. Hat jetzt wieder etwas leichtes Lauftraining aufgenommen, aber noch überhaupt kein Mannschaftstraining gehabt. Eddie ist natürlich ans Limit gegangen in diesem Spiel. Und wir haben ihn deswegen auch etwas rausgenommen. Im Hinblick auf dieses Spiel natürlich. Aber er war schon auch dann am Limit, hat man auch gesehen im Spiel, dass er dann sich aber durchgebissen hat, was auch wieder zeigt, wie intakt die Spieler sind und wie intakt die Mannschaft ist, dass dann nochmal alles dafür getan wird, für den Erfolg von jedem Einzelnen. Mikko hat mit dem Lauftraining begonnen, wenn wir jetzt über die linke Seite uns befassen, mit der linken Seite uns befassen, wird aber auch nicht jetzt für das Wochenende noch nicht. Wir hoffen dann, dass es dann auch durch die Länderspielpause dann nochmal möglich ist, ihn weiter ranzuführen und dann vielleicht nach der Länderspielpause wir eventuell mit ihm planen können, aber da gehen wir auch von Tag zu Tag. Das ist jetzt im Moment Stand der Dinge.
Alles andere hat sich nicht verändert, nichts Außergewöhnliches getan, was ich euch jetzt mitteilen müsste, ist Stand heute jetzt das Letzte, was ich euch mitgeben kann. In der ersten Reihe sitzt Florian Krebs von der Bild-Zeitung. Trainer, euer Kapitän ist seit letzter Woche wieder im Mannschaftstraining, der Lars Stindl, unbestritten, dass er nicht nur auf dem Platz eine große Verstärkung wäre, sondern auch als Typ in der Kabine und so weiter. Ist es eine Überlegung, von dir ihn vielleicht zumindest als Kapitän für die Bank mitzunehmen nach Berlin? Also Kapitän für die Bank, wie klingt denn das? Es gibt einen Kapitän, der ist für alles zuständig. Für die Bank, für die Umkleidekabine, für den Platz, für alles. Ich weiß, wie du es gemeint hast. Ja. Aber er ist immer präsent gewesen, auch in der Phase jetzt, in der er nicht mit uns auf dem Platz sein konnte. Er war jeden Tag da, hat immer wieder Kontakt gehabt, vor allem auch zu mir. Das war ganz, ganz wichtig, aber auch zur Mannschaft. Von daher, die Rolle hat er sehr, sehr gut weiterführen können. Klar, auf dem Platz war er jetzt nicht dabei. Er ist in meinen Überlegungen, aber letztendlich werde ich morgen darüber entscheiden, wer dann im Kader ist. Er ist auf einem richtig guten Weg, das ist für uns das Allerwichtigste. Und wir freuen uns auch, dass er wieder so weit ist, dass wir über ihn oder dass ich mich als Trainer über ihn beschäftigen kann oder mit ihm beschäftigen kann für das nächste Spiel. Dann geht es hier außen weiter mit Thomas Hiete vom Kicker. Ganz kurze Nachfrage nochmal zu Edgar Pripp. Da war mir jetzt nicht ganz klar geworden, steht er denn dann zur Verfügung oder ist das noch offen? Also wir gehen davon aus, dass er ganz normal zur Verfügung steht in diesem Spiel. Wir mussten nur ein bisschen schonen. Ja. Das gehört auch dazu. In der letzten Reihe sitzt Stefan Hox von Radio 21. Wir haben ja die letzten Wochen immer mal auch über die Tabelle gesprochen. Nun könnte man ja mit einem Erfolgserlebnis in Berlin zumindest für eine Nacht Platz 4 erreichen. Wie viel Lust haben Sie drauf? Tja, zunächst einmal habe ich Lust, ein gutes Spiel zu machen. Alles andere werden wir dann sehen. Da können wir uns dann wieder nach dem Spiel drüber unterhalten, ob wir ein gutes Gefühl haben werden oder ob wir eins haben werden, was vielleicht nicht ganz so gut ist. Aber ich habe ja schon, glaube ich, klar gesagt, wir wollen dranbleiben. Und wenn man dranbleiben will, muss man was Zählbares mitnehmen von dort. Und das ist absolut das Ziel. Ob es dann letztendlich uns in der Tabelle nach vorne schiebt oder nicht, das ist im Moment nicht das Allerwichtigste. Jetzt vor dem Spiel ist wichtig, dass wir wirklich wieder mit der gleichen Konzentration vor allem agieren, wie wir es in den letzten zwei Bundesligaspielen gemacht haben. Wir haben es jetzt auch ein paar Mal schon, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass wir es ein paar Mal geschafft haben, jetzt zu Null zu spielen. Das wird wieder unheimlich wichtig sein, dass wir stabil hinten stehen, dass es nicht einfach ist, uns oder gegen uns ein Tor zu schießen. Und alles andere wird sich während dem Spiel entwickeln. Aber wie gesagt, es ist kein einfacher Gegner. Es ist ein Gegner, der zu Hause wirklich auch viele, viele Tore geschossen hat. Ich glaube, 10 Tore haben sie gemacht jetzt in den 5 Spielen. Also von daher haben sie einen guten Schnitt zu Hause. Und wir sind eine Mannschaft, die jetzt auch öfters mal sehr, sehr gut verteidigt hat. Also kann es schon auch interessant werden. Flexibel reagiert. Ja, die Frage erahnt. Die Frage von Tobias Manske wäre in die Richtung gegangen. Dann machen wir weiter in der zweiten Reihe mit Silke Tobias vom NDR Hörfunk. Herr Kork, gut, wenn Sie manchmal aber auf die Tabelle gucken und sehen mit 7:11 Toren auf Platz 6 so weit oben, müssen Sie sich manchmal schon noch kneifen, dass man, sage ich mal, mit so viel Effektivität dann auch so weit nach oben kommen kann? Ja, es ist auch harte Arbeit der Mannschaft. Klar, es ist auch Effektivität, klar, wir wissen auch, wir müssen einiges verbessern, das wissen wir auch, aber letztendlich ist es schon auch harte Arbeit. Ja. Wenn ich die letzten oder die Spiele sehe, die wir gewonnen haben, es war immer sehr, 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 sehr viel Arbeit. Die Mannschaft hat unheimlich viel investieren können, also es wurde uns nichts geschenkt. Und
Man sieht, glaube ich, auch, dass der Teamgeist auch stimmt innerhalb der Mannschaften. Wirklich, dass auch da ein hohes Maß, auch wenn nicht alles perfekt funktioniert, dass ein hohes Maß an Solidarität da ist, dass sich alle reinhauen, egal wer dann auch eingewechselt wird. Grundvoraussetzung. Grundvoraussetzung, um ja, auch durch schwierige Phasen durchzukommen, die wir vielleicht auch hatten jetzt, ja, in den letzten Wochen. Und das ist die Grundvoraussetzung und die stimmt. Und das ist eigentlich das, was mich positiv stimmt. Alles andere, ob wir sie mit 10 Toren, mit 15 Toren geholt haben, die Punkte, ich weiß nicht, ob wir da in ein paar Wochen drüber reden werden. Wichtig ist jetzt, und was wir haben, haben wir. Und es gibt einiges zu holen und dann werden wir danach dahinterher jagen. Weiter geht's mit Stefan Hocks. Gleich daran anknüpfend, es gab immer mal wieder ein bisschen Kritik an der Art und Weise des Fußballs. Ist das Jammern auf hohem Niveau dann, weil die Ansprüche eben in Hannover auch größer geworden sind? Und eine Nachfrage zu einer Aussage von Marcelo. Er hat die Tage gesagt, dass Sie der Mannschaft eine neue Art des Verteidigens beigebracht haben. Was meint er denn damit? Ja, wir haben nichts dran geändert. Vielleicht vergleicht Marcelo die Zeit vor mir mit der jetzigen Zeit. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt seit Amtsantritt größere oder andere oder neue Ideen eingebracht habe. Die Ideen waren immer die gleichen vom ersten Tag an. Und ich denke, dass er damit das gemeint hat. Aber wir haben mit Sicherheit auch sehr, sehr viel Lust, offensiv zu spielen. Und ich denke auch, dass wir, wenn man dieses Pokalspiel jetzt mal zur Seite schiebt, wir müssen es leider so akzeptieren, wie es passiert ist und wie es gekommen ist, aber dass wir in den letzten zwei Spielen jetzt auch wieder einen Anstieg hatten an Offensivaktionen, auch gegen Dortmund und jetzt auch gegen Frankfurt. Also es war schon auch eine Steigerung zu sehen gegenüber den Wochen vielleicht davor. Von daher sind wir, und es geht nicht von heute auf morgen, dass wieder alles plötzlich perfekt funktioniert. Da muss man wieder sich vielleicht Schritt für Schritt ranarbeiten und das hat die Mannschaft gemacht und das macht sie im Moment. Und da werden wir dranbleiben. Aber jetzt davon zu sprechen, dass wir eine Defensivmannschaft werden, das absolut nicht. Ja. Es muss immer das Ziel sein, egal wie gut man offensiv spielt, es muss immer das Ziel sein, diese Null hinten zu halten. Weil dann reicht manchmal auch etwas weniger vorne, um erfolgreich zu sein. Und das hat nichts mit irgendeiner Veränderung der Spielidee zu tun oder das überhaupt nicht. Tore verteidigen, es geht um Tore verteidigen und Tore schießen. Umso besser man das eine oder das andere macht, umso erfolgreicher ist man. Nochmal Dirk Tietenberg. Hat ja nach dem Spiel schon mal nach der Doppelsechs gefragt, irgendwie wie du damit zufrieden warst. Man konnte raus, wenn du warst zufrieden. Jetzt gibt es eine weitere Möglichkeit, weil Jayon halt wieder dabei ist. Und die Frage ist jetzt einfach, baust du auf die Alten oder möchtest du da wieder was tauschen? Oder noch was machst du lieber? Und die zweite Frage ganz kurz, ich weiß nicht, wie es gleich läuft, wenn wir über Leon Andreasen sprechen, ob der Trainer noch dabei ist. Ich würde dazu eine Information geben. Okay. Ja. Vielleicht sollten wir die kurz abwarten. Ja, gut. Also, kann ich vielleicht kurz auch was zu beiden sagen. Ja? Ich denke, dass beide ihre Sache jetzt jeweils in den letzten Spielen, die sie machen mussten oder sollten oder gemacht haben, einfach der Jay in Dortmund hat seine Sache sehr, sehr ordentlich gemacht und der Maurice hat es jetzt hier zu Hause in seinem ersten Bundesligaspiel von Anfang an gut und ordentlich gemacht und von daher ist es jetzt so, dass wir ja nochmal auch mit dem Maurice nochmal einfach eine Alternative dazu gewonnen haben. Wobei wir natürlich das alles nicht jetzt überbewerten sollten. Es ist ein junger Spieler, er hat jetzt in einem wichtigen Spiel seinen Mann gestanden. Ja? Und auch schon in Dortmund die Minuten, die er gehabt hat. Von daher ist es wichtig, dass wir auch diese jungen Spieler heranführen. Und wir wissen aber auch, was der Jay in Dortmund geleistet hat, bis zu seiner gelb-roten Karte. Von daher werde ich das in aller Ruhe dann entscheiden, im Wohle der Mannschaft, wie immer, wer Manuel dann auf der Position begleiten wird.
jetzt noch eine Wortmeldung gesehen, die ist von Florian Krebs von der Bild-Zeitung. Ich hab noch eine personelle Frage zum Jimmy Briand, der ja diesen Cut hatte, der mit 7 Stichen genäht werden musste. Er war gestern im Interview zuversichtlich, dass das hinhaut bis Freitag. Wie ist da der aktuelle medizinische Stand? Und ich stelle mir es halt schwierig vor in Sachen Kopfbeispiel. Kann man das vorne irgendwie abfedern durch Verband, Tuch, theoretisch sogar Helm? Ja, man sieht's. Man sieht's extrem. Hat ja auch nicht so viele Haare auf dem Kopf. Ja, und man kann es nicht mit den Haaren irgendwie verstecken oder man kann es nicht, ja, es ist schon eine Verletzung, die jetzt, das sind 7 Stiche, das ist schon ein ganz schöner Cut. Aber ich glaube schon, dass man auch gesehen hat, schon nur die Tatsache, dass er dann wieder reinkommen wollte und die paar Minuten dann noch gemacht hat, das zeigt auch so ein bisschen, dass er schon auch Nehmerqualitäten hat. Er hat seit der Verletzung überhaupt keine Anzeichen von irgendwie einer gewissen Ängstlichkeit gezeigt im Training, hat alles komplett mitgemacht, das war wichtig und ich weiß nicht, ob er, lass mich überlegen, heute war er nicht im Kopfball-Duell, nee. Aber ich vertraue da auch einfach unserer medizinischen Abteilung, dass da der Schutz so gut wie möglich, da einfach eine gute Bandage oder ein guter Verband gemacht wird, sodass da eigentlich nicht viel passieren kann. Es ist dann auch eine Woche rum bis zum Spiel und so eine Wunde heilt ja im Normalfall relativ schnell. Von daher denke ich, dass es kein Problem wird. Ich glaube, wenn er nochmal so eine Situation hat, dass er hochsteigen muss, dann wird er auch hochsteigen, egal ob das Ding wieder aufgeht. Da bin ich mir sicher. Einfach von seiner Art und Weise, wie er tickt. Vielleicht darf ich eins ergänzen dazu, bevor die Frage auftaucht. Die Fäden werden vor dem Spiel definitiv nicht gezogen. Also die Zeit wäre einfach zu kurz, nachdem er ja am vergangenen Samstag genäht wurde. Das sind, ich glaube, 10 Tage, oder? Ja, es kann erst in der kommenden Woche, ungefähr nach dem Ablauf von 10 Tagen, geschehen. Dann hält es auch besser noch für das Spiel. Das ist eingeholtes Wissen, ne? Also nicht so, dass jetzt jemand denkt, das wäre so Hobbymediziner oder so. Ich habe mich da bei den Docs rückversichert. Nicht, dass da ein falscher Verdacht entsteht. Ja, Herr Hox, bitte. Ich weiß, es betrifft jetzt nicht ganz direkt Sie und die Mannschaft, auch wenn es natürlich von den Verkehrsmitteln ein bisschen sich verändert hat. Aber Freitagabendspiel in Berlin, da ist natürlich für viele Fans schwer, da hinzukommen. Haben Sie auch ein bisschen Mitleid mit denen, die jetzt möglicherweise entweder im Stau stehen oder gar nicht hinkommen können? Eine Situation, die vielleicht ein bisschen unglücklich auch ist? Vielleicht ganz kurz eine Ergänzung dazu. Wir wissen bereits von vielen privaten Absprachen, dass Kleinbusse gechartert wurden, dass viele sich mit Privat-PKWs verabreden, um diese Reise antreten zu können. Also nur das ganz kurz vorab. Also für Mannschaft und Trainerstab ändert sich nichts, weil man statt mit dem Zug jetzt mit dem Bus fährt, oder? Für uns nicht. Für uns überhaupt nicht und ich denke auch für unsere Fans. Wir haben sie natürlich gerne dabei und genauso wie wir uns jetzt so ein bisschen anpassen oder umorganisieren müssen, denke ich, dass es unsere Fans auch können, dass sie das, wie wir jetzt auch gehört haben, schon, dass es am Laufen ist. Deswegen denke ich, dass wir da auch eine Unterstützung haben werden. Wie viel es dann letztendlich werden, da müssen wir schauen, aber es geht alles. Ja. Es ist jetzt nicht so, dass man eine Strecke von 1000 Kilometer hinter sich legen muss. Ja. Also Berlin ist nicht ganz so weit weg und ich denke, dass auch unsere Fans da irgendwelche Möglichkeiten finden werden, um im Stadion dann uns zu unterstützen. Aber ich wollte darauf hinaus, dass Sie ja durchaus eine Meinung haben werden, dass die GDL jetzt zum zweiten Mal in den Bundesligaspieltag aktiv eingreift mit ihren Streikankündigungen. Ich weiß nicht, ob es jetzt eine Frage ist, die ich beantworten sollte. Ja? Es sind viele Hintergründe, von daher, ich kümmere mich darum, dass wir das Spiel am Freitag erfolgreich gestalten. Alles andere kann ich ja nicht beeinflussen. Als Trainer. Ich kann nur das beeinflussen hier, was hier unten passiert. Wir werden rechtzeitig losfahren mit dem Bus. Wir werden rechtzeitig da sein mit dem Bus. Wir haben einen guten Busfahrer, der
nicht streikt, da bin ich mir sicher. Und der wird uns sicher und schnell nach Berlin fahren. Mirko Liesebach Moritz, um ihn dann auch namentlich zu nennen. Mirko Liesebach, genau. Moritz, ja. Ja. Das ist der beste Busfahrer, den ich kennengelernt habe in der Bundesliga. Aber es ist auch der erste, den ich kennengelernt habe. Schon ein paar Jahre damit dabei. Sollte Liese es definitiv in die morgigen Ausgaben schaffen. Ja. Ja. Wir sind da sehr zuversichtlich und glauben an euch. Dort drüben, Herr Winkelstedt vom NDR-Hörfunk. Herr Korkut, in der kommenden Woche jährt sich der Todestag von Robert Enke zum 5. Mal. Es wird in den nächsten Tagen einige öffentliche Auftritte geben, unter anderem von Theresa Enke. Haben Sie das Gefühl, dass sich ein wichtiges Thema nach dieser Diskussion, dass sich in der Bundesliga nachhaltig irgendwas geändert hat oder dass im Grunde der Umgang miteinander, Fans mit Spielern, Spieler untereinander genauso ist, wie er immer war und wahrscheinlich auch immer bleiben wird? Ja, ich denke, dass sich seit diesem großen Verlust hat es auch sehr, sehr viel geändert hat, auch hier in der Region, auch im Verein und auch in der Bundesliga mit Sicherheit, dass sich viele Menschen auch viele Gedanken machen darüber. Und sollte auch so sein, dass dann auch, wenn man jedes Jahr wieder mit diesem Tag konfrontiert wird, dass man dann auch dass man sich da auch noch Gedanken macht. Das gehört auch zum Leben dazu. Mit Sicherheit ist es auch hier, wird es hier auch immer so sein, dass es eine Person sein wird, die immer eine Rolle spielen wird, aber nicht nur mit was passiert ist, sondern einfach auch mit der Leistung, die so ein Mensch auch hier abgeliefert hat vorher. Von daher sollten wir schauen, dass wir viele positive Erinnerungen mitnehmen, denke ich. Vor allem die Menschen, die nah an ihm dran waren. Und aber auch dann auch aus den Erlebnissen lernen. Nicht nur wir, sondern die ganze Bundesliga. Gibt es noch eine Frage zum Spiel am Freitagabend? Keine mehr. Okay. Ja, kein Problem. Kannst du vielleicht aufs Mikrofon warten, dann können wir dich alle sehr gut verstehen. Wenn man sich aber dann zum Beispiel anguckt, wie am Wochenende in Hamburg die Fans auf Çalhanoğlu reagiert haben, macht Ihnen das schon dann Angst? Haben Sie dann das Gefühl, es hat sich vielleicht doch trotz, obwohl damals gesagt wurde, es könnte sich was ändern, hat sich vielleicht was geändert, dass man das Gefühl hat, was das Fanverhalten angeht, Menschen gegenüber, Sportlern gegenüber, hat sich vielleicht doch weniger geändert, als wir alle uns gewünscht haben? Wir wollen keine Kriege, wir wollen keine Gewalt, wir wollen vieles nicht. Aber es gibt's auf dieser Welt. Und so wird es immer sein. Emotionen kochen auf und es passieren Sachen, die wir wahrscheinlich alle nicht wollen, aber sie gehören dazu. In Anführungszeichen, leider gehören sie dazu. Ja? Und genauso müssen wir damit umgehen. Das heißt dann, dass wenn irgendetwas passiert, darauf die richtigen Antworten finden und auch dann versuchen, solche Sachen zu vermeiden. Aber es ist leider Gottes nicht immer alles vermeidbar. Von daher, das Leben, es gehört zum Leben dazu. Mehr kann ich da nicht dazu sagen. Da es jetzt, glaube ich, keine weitere Frage mehr zum Spiel am Freitagabend bei Hertha BSC gibt, würde ich dann die Fragerunde hier an der Stelle schließen. Glaube ich, mit Einverständnis und würde kurz darüber informieren, dass es bedauerlicherweise bei Leon Andreasen eine frische, neue Verletzung gibt, mit einer nun erweiterten Diagnose. Leon hat sich einen Sehnenteilabriss im hinteren Oberschenkel, im linken Bein, zugezogen. Das ist also eine frische Verletzung, muss man nochmal ganz deutlich sagen. Ende September hatten ja unsere Mannschaftsärzte bildgebende Verfahren durchgeführt, MRT-Untersuchungen, umfangreiche Aufnahmen gemacht, die keine strukturellen Schäden gezeigt haben, sondern eine Nervenreizung am hinteren Beckenring. Der Leon hat dann auf eigenen Wunsch
und nach Abstimmung mit Hannover 96 weitere Ärzte und Physiotherapeuten konsultiert. Das war ein recht langer Weg. Dazu gehörte dann auch die Vorstellung bei Dr. Müller-Wohlfahrt in der vergangenen Woche in München. Da gab es nochmal eine erneute MRT-Untersuchung mit einer frischen Verletzung, mit einem strukturellen Schaden. Und das ist eben dieser Sehnenteilabriss im hinteren Oberschenkel. Unsere medizinische Abteilung mit Ärzten und Physiotherapeuten tut jetzt alles, damit der Leon möglichst schnell wieder fit wird. Das ist das Entscheidende, das ist der absolut wichtige Fakt, dass der Leon gesund wird und für Hannover 96 wieder Fußball spielen kann. Und mit dieser leider dann sehr schlechten Nachricht für den Leon, aber auch für uns, weil es eben eine frische Verletzung, eine neue Diagnose ist, würde ich mich bedanken beim Cheftrainer, bei Ihnen und euch bedanken und wünsche einen schönen Tag.